Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du Brushstroke-Titelanimationen in deine Videos bringst, wie du Custom Transitions machst, die aussehen wie Brushstrokes und vor allen Dingen, wie du Video in Video-Animationen machst, die aussehen wie Brushstrokes. Und ich gebe dir ein kostenloses Brushstroke Asset Pack mit, was du dir unten in der Beschreibung downloaden kannst. So, und wie das Ganze in DaVinci Resolve geht, das zeige ich dir jetzt. Also ich ziehe mal die Doodle 26 rein. Das sieht jetzt erstmal nur nach einer normalen Doodle-Animation aus und es sieht auch nicht nach einer richtigen Titelanimation aus. Sie liegt einfach nur über unserer Animation. So, und was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist den Blend-Mode auf Add zu stellen und schon sieht man nur das Weiße. So, da könnte man jetzt zum Beispiel schon Text draufhauen, aber um das wirklich cool zu machen, müssen wir dazu in Fusion gehen. Wir highlighten uns den Clip, klicken auf Fusion. Wir könnten zum Beispiel die gesamte Farbe von dem Brushstroke ändern, indem wir Folgendes tun. Wir anlinken das, holen uns mit Shift Space einen Background. Ich möchte nämlich diese Doodle-Animation als Maske nehmen. Der blaue Input ist eine Maske. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann seht ihr, es passiert hier nichts. Und das liegt daran, dass ihr hier oben auf dem Zahnrad bei Channel Mask Settings noch auf Alpha stehen habt und nicht auf Luminanz. Und schon haben wir hier der Background, der sich ändert. So, und jetzt könnten wir dem Background auch noch eine andere Farbe geben. Aber ich würde es erstmal so belassen. Wenn du jetzt hier noch dein eigenes Logo drin haben möchtest, dann such dir doch aus deinem Media Pool dein Logo raus und hau das als Maske in das Media In rein. So, wir brauchen natürlich noch ein Transform, um das ein bisschen kleiner zu machen. Und wir brauchen auf der Seite hier auf jeden Fall Apply Mask Inverted. Und schon seht ihr, haben wir eine geile Animation, die es uns ermöglicht, unser Logo in dieses Doodle-Ding reinzuhauen. Mega geil. So, das ist jetzt die eine Animation. Aber wenn du jetzt noch eine simple Ausanimation dazufügen möchtest, dann brauchst du nur zwei Nodes. Und zwar, du nimmst eine Time-Speed-Node und eine Merge-Node. Und zwar nehmen wir den Media-In von dem Preset in die Merge-Node in den Background und wir gehen von dem Media-In in die Time-Speed-Node und von dem Time-Speed in den Foreground. So, das disconnecten wir, das wird unsere neue Maske. Und was wir jetzt brauchen, ist einfach nur den Apply-Mode im Merge umzustellen auf Difference. Und du siehst, es ist auf einmal alles weg. Aber das können wir fixen. Und zwar nehmen wir den Time-Speed und erhöhen das Delay. Und schon ist unsere Animation wieder da. Und wenn du dir das jetzt anguckst, es animiert ein und es animiert auch wieder ab. Und zwar direkt nachdem das Delay mit den 110 hier angefangen hat. Ab Frame 110 fängt es an, genauso wieder wegzuwischen. Und damit das hier hinten keinen ekligen Rest ergibt, möchte ich das Timespeed Delay so lange erhöhen, bis ich hier hinten wieder Striche sehe und die dann gerade so draußen haben. Und jetzt habe ich das Maximum an Zeit, die das Delay braucht, um zu animieren und abzuanimieren. So, wenn du nicht willst, dass dein Logo quasi hier eine durchscheinende Maske ist, sondern ein richtiges Logo mit Text und Farbe, dann disconnectest du das hier, schiebst es hier vor und mergst es mit dem Background als Foreground. So, nun ist es allerdings so, dass das noch nicht right on and right off ist. Dazu müssen wir einfach hier den Output von unserem Merge mit dem Timespeed hier in den Masken-Channel legen und hier die Maske hinten auf Luminance stellen. Und schon haben wir hier auch wieder das Logo, was dann an- und ab animiert. Damit haben wir unsere erste Titelanimation fertig. Aber es geht noch mehr. In den nächsten Minuten zeige ich dir auch noch, wie du eigene Transition bauen kannst und vor allen Dingen, wie du Video in Video setzen kannst damit. Bist du bereit? Auf geht's!
Okay, wenn wir jetzt Custom Transitions nutzen möchten, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal zwei Clips, die übereinander sind und sich überlappen. Und dann suchen wir uns eine sogenannte Mat raus. Das können wir hier zum Beispiel mit diesen Brush Assets machen, die ich euch unten verlinkt habe, die ich selbst erstellt habe. Und in einem anderen Video zeige ich euch mal, wie man das macht, wie man sich selbst solche Assets erstellt. Okay, ich habe hier diese Transition, die quasi drüber liegt. Jetzt möchte ich schneiden, und zwar beide Clips an den Stellen, wo die Mat anfängt, also wo das schwarz und weiße Video anfängt. Und das alles möchte ich zusammenführen in einen Fusion-Clip. So, und jetzt gehen wir in Fusion rein. Und wir haben natürlich jetzt als Media in 1 den einen Clip, als Media in 2 den anderen und als Media in 3 haben wir die Transition. Das Merge 2 können wir löschen, das brauchen wir nämlich nicht. Und alles, was wir tun müssen, ist jetzt nichts weiter als das Media in 3, was dieser schwarz und weiße Clip ist, in den blauen Pfeil zu ziehen, also in die Maske. Und dann, da es schwarz und weiß ist, müssen wir hier oben bei dem Zahnrad noch beim Channel die Maske umstellen auf Luminance. Und schon haben wir die Transition, die malt. So. Aber mit dieser Art von Transition lässt sich noch viel, viel mehr gestalten. Und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt wollen wir uns noch einen letzten angucken. Etwas, worauf ich vor allem stolz bin. Und zwar holen wir uns hier einen Multishader aus meinem Ordner hier rein. So, und jetzt gucken wir uns den mal ganz kurz an und gucken uns an. Okay, der hat hier einen dunkleren Grauton und einen helleren Grauton, wie du siehst. So, und jetzt möchte ich quasi, dass der dunklere Grauton ein Video beinhaltet und der hellere Grauton ein Video oder ein Text oder was auch immer du haben möchtest. Ich hole mir also einen Clip hier rein und delete mal die Audio. So, trimm den dahin, wo ich ihn haben will. So, und dann hole ich mir noch einen zweiten Clip hier rein. Wir nehmen zum Beispiel mal nochmal das Objektiv. Das fand ich schön. So, deleten die Audio und gucken, wo uns das Objektiv gefällt. Das sieht doch relativ nice aus. So, das Ganze verbinde ich zu einem neuen Fusion-Clip und gehe in Fusion rein. So, dann ist das, womit uns Fusion begrüßt. Media In ist der Multishader, also der Mat Transition Clip. Im Media In 2 ist der eine Clip und im Media In 3 ist das Objektiv. Okay, ein Merge brauche ich mal wieder nicht. So, und ich disconnecte mal das Media In 1, also unseren schwarz und weißen Clip, weil wir möchten ja hiermit Masken steuern. Okay, und dazu suche ich mir zuallererst einen Chroma Key raus und ich würde ganz gerne hier mit Alt eine Abzweigung basteln, weil wir brauchen ja mehrere Chroma Key für mehrere Inputs. Das heißt, wenn du 3 unterschiedliche Graustufen machst, kannst du 3 unterschiedliche Clips damit steuern. Und zuallererst möchte ich Media In 2 machen. Das heißt, ich connecte vom Chroma Key zu Media In 2. Und auf einmal sieht man nichts mehr. Das liegt daran, dass wir noch nichts im Chroma Key eingestellt haben. So, und wir möchten hier erstmal eine bestimmte Range aussuchen. Ich zeige euch das mal auf dem Media 2. Wir haben hier ein dunkleres Grau und das komplette Schwarz. Aber wir wollen ja nur das Grau haben, was unsere Maske bestimmt. Das heißt, wir nehmen bei der Luminance das Low End ein bisschen hoch und schon haben wir alles das, was schwarz ist, rausgekeyt. Wir nehmen noch ein bisschen Soft Range dazu. Das macht, dass die Kanten etwas weicher werden. Aber nicht zu viel, weil wenn man zu viel macht, dann ist wieder alles da. Das heißt, wir müssen das ein bisschen feintunen, bis wir alles das haben, was wir haben wollen. So, und jetzt möchten wir quasi im zweiten Teil, möchten wir alles das, was hier weiß ist, weg haben. Das heißt, das müssen wir so einstellen, dass das nicht mehr mit drin ist. Ungefähr so. Und jetzt malt sich das quasi nämlich selber weg. Und alles das, was hier drin jetzt transparent ist, das kommt in unseren Media In 3. Das heißt, dazu nehmen wir uns einen neuen Chroma Key, gehen von der Abzweigung hier hinein, lassen uns das Media In 3 anzeigen
und gehen damit in unseren Chroma Key. So, jetzt wollen wir im Chroma Key so weit einstellen, dass wir im High-End alles da haben, was wir brauchen und im Low-End nichts mehr von dem anderen Grau sehen. So, und jetzt haben wir auf der einen Seite das eine und auf der anderen Seite das andere. Und das müssen wir jetzt nur noch mit einem Merge verbinden. Und schon sieht das so aus. Wir haben quasi das eine Video, was sich selber malt, und dann das andere Video, was sich selber malt. Und wenn du das hier hinten nicht transparent haben möchtest, dann suchst du dir einen Background, gibst diesem die Farbe, die du haben willst, suchst dir eine Merge Node und gehst anstatt in den Media Out hier in den Foreground rein und dann erst in den Media Out, und schon haben wir einen schönen Background. Boom. As easy as that. Natürlich brauchst du nicht unbedingt einen Multishader. Du kannst auch zwei von diesen Brushstroke Assets zusammenwerfen und diese als Masken nutzen. Mit dem, was du jetzt weißt, hast du auf jeden Fall alles, was du brauchst, um coole Brushstroke-Animationen zu machen. Und wenn du noch mehr coole DaVinci Resolve-Effekte sehen willst, dann schau mal da oben. Da habe ich dir eine gesamte Playlist verlinkt mit all meinen DaVinci Resolve-Tutorials, die dir helfen, bessere Videos zu machen. Und falls du Lust hast, noch mehr Assets zu bekommen, ich habe ein ganzes Asset-Pack for Sale in meinem Store. Und ich wünsche dir erstmal viel Spaß bis dahin. Und denk dran, wenn dir dieses Video gefallen hat, weißt du, was du zu tun hast. Und wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du ja mal den Dislike-Button zweimal drücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.